aber als flatternde Variante gespielt. Jawohl! Und genau so hat er sie vor dem Spiel geübt, diese Angriffsschläge. Wuchtig ins Feld. Für solche Momente sind diese kleinen Spielchen vor der Partie immer gedacht. 23 zu 23. Hellwach jetzt. Die beiden Deutschen. David Klemperer. Wieder die kurze Variante auf Todd Rogers gewählt. Der Block ist gefragt. Oder die Abwehr. Leider tickt der Ball neben das Feld. Schade. David Klemperer stand genau richtig bei diesem Ball. Dennoch. Vierter Satzball, Entschuldigung, Matchball, USA. 24 zu 23. Die verzögern jetzt ein bisschen, um dadurch auch die Spannung bei den Deutschen ein bisschen zu erhöhen. Klar, dass so kleine Spielchen jetzt immer wieder zwischendurch gespielt werden. Jetzt aber zählt's. Wir suchen immer Erik Koreng. Und dann ein mächtiger Block von Phil Dahlhauser. Beendet dieses Spiel. 25 zu 23 im zweiten Satz. Verlieren David Klemperer und Erik Koreng. Verlieren damit das Spiel mit 0 zu 2. Nach einem deutlichen ersten Satz gegen die Weltmeister zu 13. Und einem ausgeglichenen, kämpferisch sehr, sehr guten zweiten Satz mit 23 zu 25. Sie können sich erhobenen Hauptes nach einer tollen Leistung von diesem Turnier verabschieden. Die Deutschen sind ausgeschieden. Das amerikanische Duo, die Mitfavoriten auf die Goldmedaille, ziehen nach mehr Kampf, als es das Spielergebnis dieses 2 zu 0 vermuten lässt, ins Halbfinale der Olympischen Spiele ein. Sie treffen dort auf den Sieger der Partie Nymados Röhl aus den Niederlanden und Georgia aus Georgien. Das Spiel im Verlauf dieses Tages. Schade, im zweiten Satz war mehr drin für die beiden Deutschen. Es wäre der erste Sieg gewesen, es hat nicht sollen sein. Damit findet die weitere Beachvolleyball-Konkurrenz leider ohne deutsche Beteiligung statt. Und wir geben zurück zum Triathlon, zu Michael Pfeffer. We'll be right back.